willkommen zu einem neuen Tasting-Video. Ich teste heute glutenfreie Lebensmittel und zwar von den Marken Rewe, Share und Alnavit. Ich werde nicht dafür bezahlt, es ist kein Placement, aber wir finden jetzt mal gemeinsam raus, welche Marke glutenfrei am besten kann. Du isst nicht glutenfrei eigentlich, oder? Nein, ich esse nicht glutenfrei. Du hast auch keine Intoleranz oder irgendwas? Ich habe auch keine Intoleranz, von der ich weiß. Ich habe aber Freunde, die Zöliakie haben, also richtig Glutenallergie und die halt eben ja entsprechend super vorsichtig mit Essen sein müssen. Insofern sind sie halt darauf angewiesen, dass es halt leckere glutenfreie Lebensmittel auch gibt. Und es ist halt gerade bei so Sachen wie Brot, habe ich gehört, nicht so einfach. Und bei Cookies bin ich jetzt sehr gespannt, weil mit denen starten wir jetzt mal. Los geht's! Und Kekse. Und lecker. Gut, also optisch, finde ich, erinnern sie an Müsli-Kekse. Sind so, ein bisschen boring aus. So die Omas unter dem Keks. Omas sind nicht boring, das war gemein. Ich probiere jetzt die frei von. Erstaunlich hart. Wow, toll. Die sind echt lecker. Ganz klein bisschen trocken vielleicht im Vergleich zu normalen Chocolate-Chip-Cookies. Schmeckt auch gut sein. Man schmeckt nicht, dass es glutenfrei ist. Nee, finde ich auch. Schmeckt man gar nicht. Thumbs up. Gefällt mir. Jetzt sind wir hier bei Share. So ein bisschen Kokosnuss ist da mit drin. Nee, die gefallen mir nicht so gut, aber ich habe mich auch gerade gefragt, woran erkenne ich denn, dass es nach glutenfrei schmeckt? Weil du gesagt hast, ja, schmeckt nicht nach. Schmeckt, ja, guter Punkt. Also bei Brot, ich weiß, dass glutenfreies Brot, da kommen wir später auch noch zu, dass es da halt oft echt irgendwie anders schmeckt. Ja, so. Das ist jetzt Alnavit. Oh, das ist aber trocken. Ja? Ja, abgestanden. Abgestanden? Ja, also das ist so, wie ich mir glutenfrei vorstelle. Ich kann nur sagen, das schmeckt glutenfrei. Ja. 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 Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also hat man so versucht, Schokokekse gesund zu machen. Ja, genau. Genau das. Diese, weißt du, diese Art von Kekse, wo du dich halt so fragst, muss ich das dann wirklich essen? Wenn das so gesund schmeckt, dann brauche ich sie auch nicht. Ja, dann kannst du auch gleich einen Apfel den nehmen. So. Mhm. Ja, also da muss ich wirklich sagen, die Alnavit sind so, wie man sich's vorstellt. Aber die Share und die Rewe sind echt beide top. Also gefallen mir beide gut. Also die haben wir für mich Platz 1. Weil die Rewe-frei sind die besten. Ja, ich finde, die schmecken sehr ähnlich wie normale Chocolate Chip Cookies. Die sind einfach auch lecker und die haben Platz 3. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch glutenfrei ernähren müsst und wenn ja, welche Cookies ihr da so empfehlen könnt. Als nächstes testen wir Müsli. Und zwar auch wieder von den gleichen Marken. Bei Alnavit ist halt sehr viel einfach nur Cornflakes, ne? Was für mich kein richtiges Müsli ist, by the way, weil richtiges Müsli ist, sind für mich Haferflocken. Also es fehlt mir hier auch ein bisschen. Ansonsten hier haben wir eigentlich auch keine richtigen Haferflocken, sehe ich gerade, ne? Doch, ein bisschen Hafer ist drin. Aber das ist so für mich das klassische Schokomüsli optisch. Ja, das hat auch so geile Schokobälle. Die Schokobällchen, die schön knusprig sind hoffentlich. Nehmen wir mal. Mir würde hier auch nicht auffallen, dass das glutenfrei ist. Aber was genau hat denn darin überhaupt normalerweise Gluten in so einem Müsli? Ja. Ich glaube, die Cornflakes eigentlich, oder? Eigentlich diese Cornflakes. Ich meine, Hafer ist doch ohne glutenfrei. Ja, dann hä? Oder diese Schokobälle, die schwer. Die Schokobälle und die Cornflakes wahrscheinlich. Was ich schön finde, ist, dass es nicht sehr süß ist. Das mag ich sehr gern, weil ich mag süßes Müsli. Also ich mag das nicht, wenn es zu zuckrig ist. Ja, doch, das gefällt mir. Müsst ihr probieren? Ja, du hast recht, es ist so ein bisschen normales Müsli. Es ist sehr unspektakulär. Unspektakulär, normales Müsli. Aber ich meine, wahrscheinlich ist halt wirklich auch nicht viel drin, was Gluten hat. Und wahrscheinlich ist es einfach ein Produkt, das ohnehin glutenfrei ist. Das kann sein. Fett draufschreiben. Das nächste ist von Share. Dies gefällt mir äußerst gut. Ja, äußerst gut. Ja, äußerst vorzüglich. Das von Share schmeckt äußerst gut. Würdest du das denn mit mir sharen? Oh, du? Würde ich. Ja, würdest du? Würdest du machen? Was? Hanna. Hab ihn. So. Hinein in die gute Futterluke. Hinein in die Futterluke. Und das schneide ich jetzt außerhalb des Kontextes, wie mein Teil raus und dein rein. Ja, aber schmeckt gut. Besser als das erste, ne? Ja. Viel besser. Der Schokoladengeschmack ist halt sehr intensiv, ne? Ja, es ist sehr, sehr geschmacksintensiv. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es süßer ist, aber es ist einfach, man schmeckt, es ist schokoladiger. Schmeckt einfach schokoladiger. Schokolade. Das ist eine Sprechübung übrigens. Das ist wirklich eine Sprechübung, I'm serious. Echt? Warum? Ja. Was macht das mit einem? Da kommst du in deine Indifferenzlage, also in deine Basistonlage, von der aus du quasi gehen kannst, also deine Grundtonlage. Schokolade. Nächstes ist Alnavit und das sind nämlich wirklich nur Cornflakes. Hinein in die Futterluke. Ist lecker. Also ich finde das geil, das ist, normale Cornflakes sind eigentlich noch hauchdünner und dadurch
zergehen sie schneller auf der Zunge. Mhm. Das hier ist irgendwie mehr Teig sozusagen. Das ist, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie teigiger, aber ich finde das geil. Ich muss sagen, ich bin davon gar kein Fan. Mich erinnert es so ein bisschen an, kennst du diese farbigen Puffreisbällchen, diese kleinen? Mhm. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ja, stimmt, stimmt. Und das, finde ich, gehört nicht in meine Müsli-Schüssel. Ich mag das eigentlich. Ich mag das gerne, weil ich mag halt auch den Geschmack von Mais. Ich esse zum Beispiel auch gerne Maiswaffeln. Ganz klar, Sieger dieser Runde ist Cher. Zweiter Platz Alnavit, weil, naja, schon lecker. Und dritter Platz Rewe, weil einfach am langweiligsten. Nicht schlecht, aber langweilig. Mm, genau, nicht schlecht, aber langweilig. Genau. Du würdest anders ranken, andersrum. Ja, ich hätte gesagt 1, 2, 3. Naja, okay. Könnt ihr euch ja überlegen, wessen Meinung euch da mehr wichtiger ist. Mm, ja. Auf zum Brot! Yes! Ich möchte einmal dazu sagen, Brot, finde ich, ist so ein Ding, Brot ist sehr wichtig. Brot ist auch der Endgegner, glaube ich, was glutenfrei angeht. Ich glaube auch. Und Brot ist ja auch sowas, Brot ist den Deutschen, glaube ich, auch sehr wichtig. Uns Österreichern auch. Da haben wir in Deutschland und in Österreich schon echt Glück mit Brot, finde ich. Also Brot, gutes Brot, toll. Ich liebe Brot. Dinkelbrot ist mein Lieblingsbrot. Das erstmal vorweg. Und jetzt schauen wir mal, wie glutenfreies Brot so ist. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist oft der Endgegner, glaube ich, bei Glutenfreiheit. Ich fange mit Rewe an. Ich habe alle angetoastet, weil ich mal gehört habe, dass man glutenfreies Brot auf jeden Fall antoasten muss, damit es schmeckt. Ist es denn auch so? Schmeckt es? Ja, das schmeckt halt nicht. Es klingt wie ein Zwieback, würde ich sagen. Es klingt wirklich wie Zwieback. Nee, schmeckt nicht gut. Es ist gar nicht gewürzt und es ist irgendwie so tot im Mund. Das ist jetzt Cher. Besser, weil es irgendwie mehr Substanz hat. Irgendwie voll ungewöhnlich. Irgendeine Zutat ist ungewöhnlich. Sauerteig aus Reis, Mehl und Wasser. Ich finde das ganz cool, weil es schmeckt halt anders. Ich würde, wenn es mir niemand sagen würde, würde ich sagen, was ist denn das für ein ausgefallenes Brot? Aber die Konsistenz, die spielt ja auch eine Rolle bei glutenfrei. Und die Konsistenz ist richtig gut, finde ich. Wir kommen nun zu Brot 3. Brot Nummer 3. Sieht grundsätzlich schon mal aus wie Brot. Mhm. Oh. Mmh. 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 Bei einer Milch habe ich das jedes Mal. Das am Anfang denkst du geil und dann hinten kackt die Ente, sagt man. Ne? Das ist mega eklig. Hanna fängt gleich an zu weinen. Okay, so schlimm. Okay, es eskaliert. Die Situation eskaliert. Hanna muss ausspucken. Das ist eklig. Abo. Das ist weird, oder? Das hat was Staubiges irgendwie. Also es ist ein bisschen, als ob es nicht mehr gut wäre, finde ich. Nee. Zweite, sag mal deinen Senf, bitte. Doch, probier mal. Du musst das auch mal. Komm. Ich schmecke irgendwie nicht richtig heraus. Findest du gut, oder? Gut nicht. Auch nicht schlecht, aber schmeckt halt nach nichts. Ich finde, es schmeckt nach nichts mit so ein bisschen Erde drüber gesprinkelt. Also es ist schon krass, weil man echt sagen muss, wir haben bei den anderen, wie nennt man das denn, Essen? Lebensmittel. Essen? Sachen? Wovon gibt's vom letzten Video, oder? Das nein. Oben verlinkt ist? Nein. Achso, nein. Okay. Also, ich find's krass, dass es stimmt, was du gesagt hast, dass der Endgegner Brot zu sein scheint. Ja. Weil bei den anderen Sachen, also, da muss ich sagen, da wäre es mir zum Teil nicht aufgefallen. Aber hier, kein Brot, das schmeckt wie normales Brot. Also ganz klar sind diese auf Platz 3. Es gibt keinen Platz 2 und das ist Platz 1. Hier, Cher hat gewonnen, weil das Brot wenigstens würzig ist, interessant schmeckt, lecker schmeckt, auch wenn es nicht schmeckt wie normales Brot. Rewe geschmackslos und Alnavit, finde ich, ein bisschen unangenehm im Geschmack. Nach Dreck! Sag mir das! Ist ein bisschen unangenehm. Ja, also Cher hat wieder gewonnen. Hier habe ich vegane Produkte getastet. Getastet? Kann ich nicht Deutsch sprechen? Getestet. Hier könnt ihr abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video. Ich freue mich auf euch. Bussi, baba!